Krass, ich glaub gar nicht, dann stehe ich die ganze Zeit nur dumm da. Dann mach ich irgendwann so. Das kann ich wirklich nicht klar sagen. Servus, hi. Letzter Tag auf dem Spielberg. Endurance läuft gerade noch. Wir sind aber schon fertig. Bernd und Lippert haben ihr Bestes gegeben. Der Bernd ist konstant einen Tick schneller gefahren wie der Lippert. Woran das lag? Vermutlich liegt dem Bernd die Strecke ein bisschen besser wie dem Lippert. Müssen wir nachher mal fragen. Können wir vielleicht im weiteren Verlauf dieser Sendung noch aufklären. Was gibt's noch zu sagen? Ja, wir haben extrem viele Cones mitgenommen, das ist so ein bisschen der fade Beigeschmack. Obwohl wir gerade noch die drittbeste Zeit, schätze ich mal, immer noch markieren. Wir sehen gerade nicht die Anzeige ist uns ein bisschen abgewendet. Aber momentan müssen wir eigentlich immer noch die drittbeste Zeit als bester Verbrenner markieren. Aber ja, die Top-Teams, die kommen leider noch. Also Hamburg steht noch aus, München steht noch aus, GFA war schon dran, hat aber leider nach zwei Runden den Geist aufgegeben. Also irgendwie hat es sich angehört, als hätte er grob was am Boden geschleift. Ja, und dann vorne am Rad ist irgendwas kaputt gegangen. Ich schätze mal, vielleicht irgendwie die Radaufhängung oder sowas. Dann hat der Flügel geschliffen und dann gab es einen DNF. Ja, also es hat sich richtig mies angehört. Schwarze Flagge, ich glaube nach zwei Runden dann raus. Ja, jetzt müssen wir abwarten, was die Teams noch bringen. Das Green Team ist übrigens auch noch im Rennen, was uns eigentlich sehr freut, weil sie die letzten Endurance doch ein bisschen Pech hatten und jedes Mal ausgefallen sind. Aber diesmal sieht es eigentlich so aus, dass sie durchkommen, weil der Drivers Change auch schon vollzogen wurde. Und jetzt sind sie auf ihren letzten Runden. Ja, überzeugt euch selbst. Simon hat ein paar Bilder eingefangen vom Endurance. Wir sehen uns gleich wieder. Und ich habe mir den brutalen Stabi am Start.
Wie fandest du es so? Ja, also der volle Matze hat natürlich alles richtig erklärt, dass wir jetzt fertig sind und auf dem Weg zur Award-Ceremony sind. Ja, und der Stabi und wir freuen uns wirklich drauf. Ja, so kann man sich die Arbeit ersparen. Was glaubst du, was für einen Platz wir erreichen? Ist schwierig, sehr schwierig. Ich will keine Prognose abgeben. Willst du keine Prognose abgeben? Alles klar, dann fragen wir mal jemand anders. Wir fragen mal, den hatten wir auch noch nie im Bild hier. Geh mal aus dem Bild. So, hier. Chief Engineer, Chief of Everything. Yes, yes. Aldo, Jenten, später. Hier, warte, nochmal. Also, wie fandest du so unsere overall Performance? Also ich meine, also es sieht ja eher düster aus für uns, aber wie findest du jetzt so das erste Mal in Österreich? Also ich fand die Performance natürlich sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Nur gegen die Elektros war es halt natürlich nicht so sehr gut. Ne? Das ist aber nur noch mehr sehr gut. Aber beste Verbrenner. Meinst du es drin? Ja, München ist noch die Frage. Ich glaube, es entscheidet sich zwischen uns und München, was den besten Verbrenner angeht. Wen kann man noch fragen? Aber zur Sicherheit, ich habe schon mal das Boxenschild für München geholt. Also echt? Zur Not feiern wir halt dann mit dem, oder? Ja, wir benennen uns einfach um. Nee, machen wir nicht. Aber gut, den fragen wir noch. Hier, Kollege. Oh, nö. Ach, komm schon. Heute kein Kommentar. Kein Kommentar? Nee. Gut, dann gehen wir weiter. Hier, den haben wir noch gar nicht gefragt. Den Helden des Tages. Ja. Mr. Kostreportovic, das wissen wir ja eigentlich schon, dass er gewonnen hat. Wie findest du es? Mysteriös, oder? Ich finde es mysteriös, aber... Dass wir keine 90 Punkte gewonnen haben. Ja, das nächste Mal werden die 90 Punkte auf jeden Fall gewonnen. 90 Punkte? Oh, shit. Italien. Aber wir können es eigentlich schon verraten, in Italien wird es leider keine Berichterstattung mehr geben, weil der Hansel, der die Kamera trägt, ist leider nicht dabei. Aber der will auch noch mal ins Fernsehen. Ja, ich wollte auch nochmal. Was ist los? Ich wollte auch nochmal dem Dragan sehr herzlich danken. Ne? Aber in Italien muss er nochmal eine kleine Schippe drauflegen. Als kleiner Ansporn. Zurück zum Matze. So, wen fragen wir noch? Hier, komm mal her. Dein Wettertaft. Was geht ab? Wie fandest du Österreich? Wie fandest du Österreich? Scheiße! Regnerisch primär. Drückt das Mikro nicht. Der ist langweilig. Fragen wir den. Der war schon im Bild. Was? Du, ja, der war schon im Bild, aber du noch nicht. Ja, heute noch nicht. Hier, den kennt ihr ja, Fahrer hier und so. Ja, genau. Skatepad. Aber welcher Platz waren wir dann nochmal? Vierter. Vierter. Auf jeden Fall, ihr seht, wir sind die ganze Zeit am Laufen. Wir laufen gerade wieder zum Ring. Das ist ein bisschen längerer Weg. Da läuft gerade die Award Ceremony. Eigentlich wissen wir noch gar nicht, welcher Platz wir sind. Wir vermuten es nur, aber wir melden uns zurück, wenn wir wissen, welcher Platz wir genau sind, mit ein paar Bildern. Später. Bis später. Mann, ist das eine Wurst. We'll be right back.
Third one is car number. Die Zeremonie ist vorbei und aus sinnlosestem Anlass, wir verstehen es immer noch nicht, aber wir sind Ladl. Wir sind nicht Ladl, wir sind Dritter. Und was für ein Dritter? Dritter Oberau und zwar als bester Verbrenner. Yes, sir. Ne? Warum auch immer. Eigentlich haben wir 12 Millionen Cones geworfen im Endurance, aber trotzdem sind wir Dritter. Warum auch immer. Ladl. Ihr fragt euch sicher, was Ladl ist? Ich weiß, was es ist. Es ist ein Fachbegriff. Es ist ein Fachbegriff, ja? Ihr habt jetzt. Wir machen ein Gewinnspiel draus. Der rausfindet, was Ladl heißt, ist außerdem ein Fachbegriff, der kriegt ein Rennteam-T-Shirt zugeschickt. Der Erste, der in den Facebook-Comments. Der kriegt ein Fanshirt. Hä? Der nimmt eins mit, kriegt zugeschickt. Porto zahlt, der das kriegt. Hallo, wir sind ein studentischer Verein. Glaubt ihr, wir haben Kohle? Nein. Aber wenn ihr rausfindet, was Ladl bedeutet, Ladl, dann kriegt ihr ein Fanshirt zugeschickt. Ich frage mal die Fans. Also, ja, hier, ihr habt die erste Chance. Was ist Ladl? Benzinkanister. Der Türke um die Ecke. Was sagst du? Der Grund für den dritten Platz. Jawohl! Und außerdem ist es... Was bitte? Ein Fachbegriff. Ja, natürlich. Es ist ein Fachbegriff, deswegen kriegst du nur ein halbes T-Shirt. Er kriegt nur ein halbes T-Shirt. Entscheidest du dich für die linke Hälfte, für die rechte Hälfte, für die obere Hälfte oder für die untere Hälfte, dann kannst du baufrei rumlaufen. Scheiße. Baufrei natürlich. Baufrei, okay. Okay, tipptopp, also wir haben einen Gewinner. 100% Trefferquote. Natürlich. Nein, der weiß, was Ladl heißt. Das ist unfair. Der Elektriker weiß, was ein Ladl ist. Trotzdem, das Gewinnspiel, wir machen das wirklich jetzt offiziell. Wir haben sowieso, geht an die Zuschauer, ja. Wir haben genug Fanshirts, die wir nicht mehr, nein, die, okay, das klingt scheiße. Nein, jetzt mal ohne Witz, wir verticken, ohne Witz. Der Erste, der wirklich weiß, was ein Ladl ist, es ist immer noch ein Fachbegriff, der kriegt ein Fanshirt geschenkt, ja. Leider ist es die letzte Folge von Rallye Derby TV, weil der Hansel, der die Kamera hält, ja, jetzt zeig ich einmal, komm, die Crowd will wissen, wer die Kamera hält. Was? Ja, ist so hässlich. Ja, egal, gib ihm die Kamera. Tschüss, Bundeswehr. Wir hatten gerade die Bundeswehr zu Besuch. Kameramann Simon, ja. Sein Friseur, das ist auch nicht mehr der neueste, aber... Hä? Sehr gut, ja. Leider ist es die letzte Folge, weil es gibt Leute, die studieren Chemie bei uns, unserer Kameramann, und es gibt Leute, die... Und es gibt Leute, die studieren semi-erfolgreich Chemie, deswegen muss er nochmal eine Chemieprüfung schreiben und deswegen kommt er nicht mit nach Italien. Ja. Aber wir sind dritter Platz. Ich hoffe, ihr habt euch für uns gefreut und freuen uns immer noch. Wir freuen uns immer noch. Können wir ihn nochmal zeigen? Der hat hartes Bier abbekommen. Aber Dragan hat einfach verdient, weil Dragan ist einfach Legend. Der, genau. Hä? Nein. Dragan ist Dragan, Mann. Wie heißt Dragan? Wir müssen Dragan offiziell umbenennen. Ich weiß ja nicht, wieso die Modalitäten dafür sind, aber wir wollen Dragan offiziell als Dragan Kostreportovic eintragen. Weil, ja, wie gesagt, er hat zweimal den Kostreport gewonnen und ja, Italien ist nur noch Formsache. Umgetauft wurde ich schon. Also, ich habe eine Bierdusche bekommen, eine zünftige. Wie sein muss, natürlich. Vielleicht krieg ich nochmal eine für Italien dann halt schon mal. Was krieg ich? Vielleicht krieg ich nochmal eine Bierdusche heute für Italien dann schon mal, weil da werden wir eh wieder erst mal gucken. Ja, genau. Letzte Folge. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Wir melden uns wahrscheinlich erst wieder nächstes Jahr. Mit neuer Besetzung wahrscheinlich. Tschaußen. Nein. Nein, ich bin nicht mehr dabei. Also als Moderator zumindest. Der Job ist richtig... Nee, mach ich nicht mehr.
Weil sonst werfen mir die Leute immer vor, ich wäre irgendwie mediengeil oder sowas. Das ist nicht cool. Nein. Ende jetzt. Tschüss. Aber wenn es nächstes Jahr nicht Ladel-TV gibt, ja. Ladel-TV. Ey, wir hätten Ladel-TV. Wieso seid ihr nicht früher drauf gekommen? Da frage ich. Mann! Da frage ich mich doch, haben die keinen Bock mehr oder was? Markus, ja! Wie einfach jeder dafür gewesen wäre. Ladel-TV auf Italien. Das wäre halt ein Stück. Italien, Alter. Italien machen für richtig einen Scheiß, bricht der Film nicht gern. Und ich mache die Scheiß. Und ich mache die Elektrik. Ja, bitte. Vielleicht funktioniert es dann mal gut. Genau, wie war das nochmal mit den Elektroden? Immer ein Rotzer gesetzt. Du musst da wegen Plus und da wegen Minus. Aveng Minus. Und dann hängst du alle auf Aveng Minus, Aveng Plus, Aldo. Sehen wir uns auf den Film? Boah, ein Film. Ja, das kommt sowieso wieder in die Weihnachtsfeier. Tschüss, Iman, hör auf damit. Tschüss. 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 Servus. Hi. Let's cut. Will ich mal aufhören? Könnt ihr jetzt saufen gehen? Du musst zurück nach Brasilien, Alter. Er wird ausgewiesen. Morgen. Deswegen kommt er auch nicht mit nach Italien. Nach Brasilien. Das Bier ist leer. Nach Brasilien, Aldo. Jojo, das, ne? Ich hoffe, ihr habt mehr außer den Scheiße jetzt. Hä? Ja. Alter, wir sind so hart professionell gewesen eigentlich heute den ganzen Tag. Was? Neu drehen? Nein! Mann, das ist real shit! Was geht denn ab? Du sagst so, hey, ja, wir haben so unendlich Codes gesagt, aber irgendwie sind wir drüber geworden so. Aber was geht ab? Ja! Das trotzdem! Das hat sogar die Tina, also Tine von Zwickau gesagt, gell? Tina. Echt? Ja, sie hat gemeint, 11 Stück in 2 Gruppen. In 2 Gruppen? Ja. Ja, ganz ehrlich, Bernd, es würde, wenn ich du wäre, würde mir das echt zu hart zu denken geben. Ach, den ersten und drei, den zweiten. Wenn wir zu Hause sind, drücken wir ihn, sehen wir ihn, dass wir ausschneiden. Nee, weil das haben wir so, wer das auf der linken Seite und auf der rechten Seite kommt. Ja, wahrscheinlich. Nee, es war nach rechts und dann... Ja, ich glaube, wir haben die von der linken nach rechts geschoben, deswegen haben wir die dann Egal, Bernd, du gehst als der im Rennteam ein, der in einer Kurve die meisten Cones im Rennteam ever gesammelt hat. High Cone? Der ist sogar Highcone im Schrank. Ja, Highcone steht im Schrank. Was ist Highcone? Highcone, natürlich. Hä? Fachbegriff. Ja, jetzt geht's wieder los mit Fachbegriffen, ey. Ernsthaft? Nein, was ist Highcone? Highcone! Der Highcone. Ja, hat er mehr gesammelt oder was? Keine Ahnung, das ist der Highcone. Ich glaube, das war eine Tafel. Auf jeden Fall steht das ein Cone Alter, als ein Wort sozusagen. Ich weiß nicht, ob Deutsch ist. In Italien Cones haben wir schon bestimmt. Die sind noch so. Frag doch mal Sorgi. Sorgi anrufen. Ich wäre dafür, dass wir jetzt zu seinem Zelt rübergehen. Und.